Ich möchte die Zuschauer herzlich begrüßen hier auf dem St. Georgshof in Heisterkirch, Gemeinde Bad Waldsee im schönen Oberschwaben. Mein Name ist Markus Schmid, ich bin hier der Außendienstmitarbeiter von Pioneer. Ich möchte gleich einen Helmut Kübler begrüßen, den Betriebsleiter hier auf dem Hof. Ich möchte ein bisschen zeigen, was wir hier machen von Corteva aus. Wir sind Maiszüchter, wir bieten Siliermittel an und wir interessieren uns dafür, was eigentlich aus Mais gemacht werden kann. Das Wichtigste für den Betrieb ist die Milchproduktion. Der Milchtank soll voll werden. Deshalb haben wir auch die Kompetenz bei der Silagebewertung. Das schauen wir uns den Mais mal an. Gehen wir mal näher ran. Das Erste, was wir hier machen an der Beurteilung, ich habe schon mal gesagt, die Farbe ist uns wichtig. Dann nehmen wir ein bisschen Mais raus, schauen uns den Mais mal ein bisschen an. Wir sehen hier hoher Kolbenanteil, habe ich schon gesagt. Man sieht, dass die Pflanze auch noch grün war. Also hier ist kaum ein Blatt, das schon gelb geworden ist. Das war auch passt ganz gut dazu. Cracker super eingestellt. Was uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir relativ lange Fasern noch finden. War wahrscheinlich Gegenschneide zu den Messern beim Häcksler. Ein bisschen Luft drin. Wurde aussortiert auf dem Futtertisch. Ist jetzt keine große Menge, aber ist eine Eigenschaft von der Silage. Wie trocken war man, wenn ich hier mal drücke, denn ich drücke ein bisschen fester, dann sieht man vielleicht, dass meine Finger nass werden, dass hier ein bisschen Saft rausläuft. Wir haben TS-Gehalt von 32%, schätze ich jetzt mal. Das heißt, wir haben gehäckselt am 9. Oktober, hast du gesagt. Ja. Der Mais war ordentlich reif, hätte auch noch ein bisschen reifer werden können. Am 9. Oktober wird Mais gehäckselt, da haben wir. Ja, da warten wir auch nicht mehr. Oder? Ich möchte eine relativ grüne Restpflanze, dass eine Restpflanzenverdaulichkeit hoch ist und das ist die Gratwanderung. Genau. Wir werden die Silage nachher mit dem NIRS-Gerät analysieren, dann bekommen wir einen genauen TS-Gehalt, dann bekommen wir die Inhaltsstoffe. Wir messen die Temperatur, haben wir hier ein Thermometer reingesteckt, wenn wir schauen, wie weit ist das drin? 60 cm. Wenn ich hier 60 cm reinstehe, kriege ich 22 Grad raus. Wir haben darüber geredet, am 9. Oktober gehäckselt, wir hatten hier einen schönen Herbsttag. Der Mais im Bestand nimmt natürlich die Temperatur von draußen sofort auf. Wir haben den sicher mit 25 Grad einsiliert und die Temperatur bleibt da drin. Wir haben keine Nacherwärmung, wir haben einfach die Temperatur vom Silieren noch im Haufen drin. Was wir als nächstes machen, das große Thema Verdichtung, ist bei diesem Mais natürlich bei 32% TS einfacher, wie wenn der Mais schon bei 38% ist. Wir messen hier auch zweimal, weil natürlich die Verdichtung hier im Kern vom Haufen viel leichter hinzubekommen ist wie oben am Rand. Und das fangen wir an zu schaffen. Der erste Punkt, um Verdichtung zu messen, ist natürlich, wie viel ich schnaufen muss, sagen wir im Schwäbischen. Wenn es leicht reingeht, dann weiß ich schon, da gibt es Probleme. Wenn ich schwer drücken muss, dann ist mir schon klar, dass hier alles nass. Wir haben eine Tüte mit einer Probe, die wir nachher im Labor analysieren. Dann wollen wir hier oben noch am Rande, wo man einfach nicht so gut festfahren konnte. Was hier natürlich schon mal interessant ist, natürlich schon ein Unterschied, oder? Ja. Die zwei Tüten sind unterschiedlich schwer, das Volumen war das gleiche. Wir haben unterschiedliche Verdichtungen, natürlich ist der Haufen am Rand ein bisschen leichter. Wie wiegen die jetzt, wenn wir ins Labor gehen? Was ist das Problem oder die Herausforderung? Es kommt natürlich leichter zur Nacherwärmung, es ist mehr Luft drin. Silieren soll es unter Luftabschluss, das heißt, da kann es warm werden. Jetzt im Winter kein Problem, im Sommer. Schauen wir mal, eine Lösung wäre natürlich heterofermentative Milchsäurebakterien, Stabilizer von uns da einsetzen. Würde hier sicher auch am Rand schon reichen. Einfach die letzten Wägen, die man da hochzieht, einen Stabilizer mit reinlaufen lassen. Reduziert das Nacherwärmungsrisiko deutlich. Ja, hier sind wir bei unserem NIRS-Gerät. Wir haben, glaube ich, 12 Geräte in Deutschland bei den Außendiensten verteilt. Ich nutze das sehr gerne. Wir haben hier über Nahinfrarotsensoren kriegen wir die Möglichkeit, die Inhaltsstoffe von den Silagen rauszubekommen. So, hier haben wir das Ergebnis von unseren zwei Proben. Maiskern, Maisrand. Wir haben ein paar Unterschiede sogar darin. Wird spannend, mit dem Helmut darüber zu diskutieren, wie das in seine Ration reinpasst. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil unseres Vlogs. Wir haben das Ergebnis hier ausgedruckt, mitgebracht. Wir stehen hier im Zentrum des Betriebes, im Kuhstall
und schauen uns mal an, was wir hier füttern. Wir haben tolle Daten rausbekommen. Kannst du mal anschauen. Und Dankeschön. Ich muss sagen, ich war überrascht. Wir haben ja schon gesagt am Silo, hat eine schöne gelbe Farbe. Da muss Stärke drin sein, da ist ein hoher Kolbenanteil drin. Aber wenn wir das Ergebnis anschauen, sehen wir, dass wir eine super Silage haben. Wir haben 40% Stärke im Kern, am Rand ein bisschen weniger. Das wird einfach so sein, dass da was anderes hingekommen ist. Aber 40% Stärke ist natürlich eine super, super Sache. Super Sache, ja. Da kann man gar Futter sparen. Haben hier Druckmasse gemessen, kommen auf 31,7%. Du hast mich schon gelobt, dass meine Messung mit der Hand gar nicht so schlecht war im Silo. 32% haben wir gesagt, von daher 31,7 kam raus. Wir messen Asche, Rohprotein, Rohfaser, NDF. Wir messen Stärke, wir messen Zucker. Was hier auch interessant ist, dass die Silage keinen Zucker mehr hat. Das kommt natürlich daher, dass das Korn ausgereift war, dass der Zucker im Korn in Stärke schon umgewandelt war, weil wir nicht zu früh gehäckselt haben. Und wir sehen, dass wir trotzdem das, was noch als Zucker da war, ist umgewandelt worden in Milchsäure, Essigsäure. Wir haben auch ein super Säuremuster in der Silage. Milchsäure 6,8%, Essigsäure 2,4%. Ein pH-Wert von 3,7. Das ist eine absolut stabile Silage im Korn. Der pH-Wert am Rand ist ein bisschen höher bei 3,9. Das ist das, was wir gesagt haben. Wir schauen mal, wie es im Sommer wird, aber es sieht ganz gut aus. Bis jetzt noch gut stabil. Genau. Ja. Was ich gemessen habe noch, das Gewicht der Silagen. Wir kommen natürlich raus, dass wir 516 Gramm gemessen haben im Kern, 419 Gramm am Rand. Das heißt, ich muss ein bisschen vorgehen, sonst fräst mir die Kuh meinen Kittel auf. Das heißt, dass wir 20% weniger Verdichtung haben oben am Rand. Und wir sind oben am Rand bei 210 Gramm Trockenmasse pro Kubik. Das heißt, wir sind da ein bisschen unterm Richtwert. Das heißt, es könnte zur Nacherwärmung kommen. Da wir ja einen relativ guten Vorschub haben, könnten wir das in den Griff kriegen, aber in den Sommermonaten wird das zum Problem werden. Ja, genau. Ja. Dann schauen wir uns noch kurz die Ration an. Bist jetzt heute Morgen gefüttert, oder? Ja. Genau, ja. Wie viel ist der Maisanteil drin? Da ist 70% vom Grundfutter ist Maisanteil. Ja, wird gern gefressen. Wie viel Stroh ist drin? 0,4 Kilo Stroh ist drin. Okay, ja. Ja. Junges Gras, wie es aussieht. Und insgesamt ist junges Gras, das ist Luzerne ist noch drin. Okay, ah ja. Die machen wir auch selber. Und es sind ungefähr 43% Kraftfutteranteile in der Gesamtration drin. Okay, ja. Also sind wir, wenn man jetzt die Untersuchung sieht, mit der Stärke am oberen Limit. Ja, das ist, ich glaube, das ist sicher eine ganz interessante Information, die 40% Stärke, die drin sind. Die kommen auch ein bisschen vom Hochschnitt, den ihr gemacht habt. Sonst wäre das schon eine Zahl, die mich gewundert hätte, aber das kommt vom Hochschnitt. Das hat auf jeden Fall einen Effekt. Das finde ich auch ganz toll, wenn man es hier misst, dass man einfach mal die Zahlen wieder hat. Und dadurch haben wir natürlich hier super energiereiche Silage drin. Wie siehst du das mit der Azidose-Gefahr? Ja, mit dem Strohanteil und der Luzerne versuchen wir das, na klar, wiederkauergerecht hinzubringen. Und wenn man die Kühe so anguckt, also das Wiederkauverhalten ist gut, der Kot ist gut. Aber wir sind an der oberen Grenze mit der Stärke. Genau. Aber ich glaube, das ist auch das, was man sein muss, wenn man so eine Leistung haben möchte. Damit wären wir fertig hier auf dem Betrieb. Helmut, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass wir kommen durften, dass wir beurteilen durften und hier deine Kühe anschauen durften und dein Futter. Wenn es nähere Informationsbedarf gibt, gerne auf unserer Homepage. Da haben wir noch sehr viele Fachartikel und man findet auch unsere Kontaktdaten, dass man uns anrufen kann, mit uns darüber diskutieren kann, wie wir vielleicht auch weiterhelfen können auf dem Betrieb. Unser nächster Vlog ist dann hier auf dem Betrieb draußen im Ackerbau. Der Betrieb hat 180 Hektar Ackerbau. Da schauen wir noch einen Weizenschlag an, bekommen da wertvolle Hinweise, was dieses Jahr im Weizen noch zu tun ist.